Küsst du mich wieder wach, wenn ich in Schlaf falle? Nee, wieso nicht? Warte, das passiert auch bei Schneewittchen, oder? Mit dem Küssen? Ja. Nein. Du hast eigentlich übertrieben, ne? Das siehst du gar nicht. Oh. Ja. Und go. Ich glaube, das schafft er nicht. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen bei der Chaos Crew. Hallo. Claudio hier mit. René. Und. Mir. Ja, Bianca. Mir. Die liebe Bianca hat eine coole Challenge vorbereitet. Ja. Und zwar ja. Ist es die Adopt Me Food Challenge. Du hast gerade unter den Galoschen Food versteckt. Richtig, also es gibt ja immer so Special Adopt Me Food, ne? Ja. Was man ja immer so sieht. Ja. Und da war ich einkaufen. Und da hast du dich mit Karl zusammengesetzt davor, ich hoffe doch, oder? Ja, okay. Aber ich wusste auch schon einiges. Okay. Ganz so lost bin ich dann doch nicht. Okay. Ich hoffe, du warst bei Ramsay einkaufen, weil dann gibt's Pizza. Oder mit Justin. Ich habe auf jeden Fall darauf geachtet, dass ihr beide das gerne essen wollt. Ja! Also es ist auf jeden Fall was dabei, was ihr beide haben wollt. Ja. Das weiß ich, das schmeckt euch. Ja. Und ich verstecke das immer hier unten drunter. Und ihr müsst entscheiden, welche ihr davon nehmt. Und entweder gibt es einen, der das essen darf oder nicht. Och Mann! Das Ding ist, bei Adopt Me gibt es sehr viel geiles Essen. Gibt nur Gutes. Ja, eigentlich schon, ne? Es gibt sehr, sehr wenig, was wirklich nicht gut schmeckt. Obwohl, ich habe nicht so Lust auf den Schinken. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel nicht so Lust auf den Apfel oder so. Denkst du wirklich, dass ich das gekauft hätte? Vor allem, das ist in Adopt Me so ein Riesenschinken. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht unter der Mini... Du, es ist nicht so, dass ich kein Messer an mir habe, ne? Also, bei mir habe. Na gut, wer darf denn starten? mir ist es relativ egal. Ich habe nämlich schon was versteckt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Du darfst entscheiden. Okay. Aber du kannst immer noch falsch liegen, ne? Ich würde meine behalten. Die? Ja. Ja, dann. Und drei. Und zwei. Eins. Und. Ja! Nein! Das ist Käse. Das ist einfach mal Babyball. Ja, XXL. Aber krieg ich denn eine Gabel? René, kannst du eine Gabel holen? Ich meine mit der Warte, ich hol dir eine. So, danke. Und ich habe auch einen Teller bekommen. Cool. Und eine Gabel. Und ein Messer, René. Ja, für die mit der König in der königlichen Kutsche bekommt natürlich auch das perfekte Essen. Ne? Und Leute, das ist so ein guter Käse. Eigentlich muss das Ding so, das ist echt lecker, ne? Mmh. Irgendwie gefällt mir die Challenge nicht so bisher. Läuft bisher du gerne, noch nicht so. Du isst gerne Babybel, ne? Das ja, natürlich. Wer macht nicht gerne Käse? Also, ja, macht er keinen Käse? Hahn hasst Käse. Ja. Nicht gewusst? Der mag auch keine Mandarinen. Ja, Mandarinen sind gut. Aber kein Käse, das ist echt. Mmh. Das ist echt. Da fällt mir nichts so ein. Der gönnt sich richtig, ja. Aber in Adopt Me, wo kriegt man den Käse eigentlich her? Nee, bei Justin, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob er so schmeckt wie in Adopt Me, aber oh, okay, das ist zu viel. Aber er ist echt lecker. Ich würde mir gerne was abgeben. Nee. Guck mal, ey, das ist echt was wert. Richtig Bock drauf, ne? Ja. Ja, hab ich. So, ich lass dich mal essen. Ja. Ja, coole Challenge. Geht so. Sag gerade. Ich würde sagen, die letzte Mitarbeit. Das sah gerade sehr verführerisch aus. Ich würde sagen, ab in die nächste Runde. So, ich habe gerade entschieden, jetzt bist du. Ja, du darfst entscheiden. Jetzt bin ich dran und ich würde sagen, ich schnapp mir das hier mal. Gut, dann nehme ich das. Und? Bereit? Ja. 3, 2, 1 und. Och Mann, ich mag Äpfel. Also, ich freue mich, dass ich was habe. Aber den Käse hätte ich lieber gehabt. Aber den esse ich trotzdem gerne. Ich habe mir gerade gedacht, so, boah, jetzt hat er auch noch das Richtige und dann hat er einfach nur einen Apfel. Aber das ist nicht der Goldapfel, oder? Nein. Das ist nicht der Goldapfel, der macht mich nicht gesund. Aber ich bin ja auch gesund, deswegen brauche ich den Goldapfel auch nicht. Also es gibt so einen Goldapfel in Adopt Me, der macht einen immer gesund, wenn man den isst. Ach cool. Und ja, ich habe heute übrigens den Apfel von Schneewittchen. Okay, dann gönn dir. Weiß ich mal rein. Weißt du eigentlich, was bei Schneewittchen passiert, wenn sie in den Apfel beißt? Gift. Anscheinend weiß er es nicht. Doch, irgendwas war das. Mit ich glaube, das war nichts Gutes. Nee, vor allem er einfach so eiskalt. Och ja, okay, dann beiß ich mal rein. Der ist vergiftet. Der ist vergiftet. Du fällst jetzt in einen wachen Schlaf. Ja. Okay, gut, und nur die große Liebe. Kennst du nicht? Küsst du mich wieder wach, wenn ich in Schlaf falle? Nee, das wieso nicht? Warte, das passiert auch bei Schneewittchen, oder? Mit dem Küssen? Ja. Nein. Mit dem gläsernen. Wieso nicht? Das müssen wir erstmal in den Schlaf. Ich glaube nicht, dass du das wolltest, oder? Okay, ich schlafe jetzt und dann teste ich mal. Nein. So, wo bleibt der Kuss? Kurz Frage, René. Wo gibt's den Apfel in der Doppel? Auch bei Justin. Und? Was und? Wenn man sparsam sein möchte, wo kriegt man den Apfel noch her? Im Krankenhaus? Ja, nee, das ist ein Goldapfel und.
an einem Baum, wo Äpfel in der wachsen? Schule! Ach stimmt, beim Lehrerpult. Warum ist man da sparsam? Weil ja, da das nichts kostet. Ja. Aber das Problem ist, ich bin ja nie in der Schule, deswegen weiß ich sowas halt auch nicht. Komm, uns schmeckt aber gut. Schmeckt gut, ja. Hat saftig und süß, ne? Ja, schau mal. Ja. Das ist er. Hat Bianca was Gutes ausgesucht. Ey, die Challenge aber nur positiv. Ja, was saftiges und süßes, ne? Ja. So, ich würde sagen, nächste Runde und du gönnst dir mal hier dein Schneewittchen-Apfel weiter. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen essen, aber na gut. Nee, du darfst weiter essen. Ich tue dabei mal vorbereiten. Mal Seite. Wenn ich gleich nichts hab, dann habe ich auf jeden Fall noch was in der Hinterhalt. Okay. So, ihr dürft wieder gucken. Ja. Okay. Ich bin dann, oder? Ja. Ja, man riecht nichts. Nein, riecht man noch nicht. Ich bin die. Okay. Okay. Dann. Und? Wippen wir? Ja. 3, 2, 1, Oh, du hast einen Zettel, den kannst du essen. Ja. Hier ist ein Was ist das? Zettel drauf. Was ist da auf dem Zettel? So ein. Da steht. So ein Haken. Da steht. Ja, das liegt daran, dass das Getränk nicht drunter passt. Und zwar. Oh! Du bekommst einfach nur Wasser. Cool. Eine Wasserflasche. Ja, das ist ein Adopt. Danke. Auch. Bitte. Also ich muss echt sagen, ich bin von Biancas Kreativität gerade echt erstaunt, weil. Woher weißt du, dass ein Adopt mir Wasser, dass man Wasser kaufen kann? Weil man überall Wasser kaufen kann. Ja, okay, das stimmt. Deswegen. Das ist ein ganz waghalsiger Tipp, dass man da Wasser kaufen kann. Und ich habe mir auch etwas. Natürlich habe ich mir etwas Hilfe geholt. Ja, ne? Aber man kann ja heutzutage auch vieles belesen. Komm, krieg mal. Ey, guck mal hier rein. Nein! Kennst du den Zaubertrick? Guck mal, ich kann das verschwinden lassen. Guck mal. Das weg ist, guck mal rein. Denkst du wirklich, das funktioniert bei mir? Hey! Ja, es funktioniert! Das war gemein. Wenn ihr hier euch hier solche Kinderspäße macht und so tut sie wie, guck mal rein und du es nicht machst. Schau mal, Bianca, wie vorsichtig ich es wegpacke, weil ich Angst habe, dass er mich damit was macht. Ey. Stimmt, du hast ja die Wasserflasche. Hier liegt übrigens noch Klopapier am Boden. Also. Nein! Also, Bianca. Ja. Guck mal, die Challenge. Ich dachte, eine Ballon-Challenge machen wir heute nicht. Wie bitte? Ich dachte, eine Ballon-Challenge machen wir heute nicht. Nee, aber irgendwie. Wir waren einfach gerade so danach. Du hast echt übertrieben, ne? Das siehst du gar nicht. Oh. Ja, mir war einfach mal so danach. Ja, ich würde sagen, dann machst du das sauber und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Ja. So, nächste Runde. René ist immer noch nass, aber egal. Das wird doch erstmal so bleiben. Bist du eigentlich auch nass geworden? Nee. Nee. Gut, du das, ne? Jetzt bist du auch nass. Ach Mann. Okay, darf ich entscheiden? Ja. Was ist los? Was los? Okay, wir machen weiter. Und ich würde sagen, ich bleib einfach hier, weil. Und schauen wir mal, was da drunter ist. Ey, du hast irgendwie heute einen Zong gezogen. Es tut mir voll leid. Du ziehst zwar jede Runde, aber irgendwie hast du gerade. Jetzt werde ich wahrscheinlich so tausendmal hintereinander was ziehen. Und dann ziehst du einmal und dann kriegst du wahrscheinlich einen Hamburger oder irgendwas anderes Geiles. Ja, rat mal, was das sein soll. Ich weiß es, glaube ich. Lass mich kurz überlegen. Toast. Oder ein Sandwich wahrscheinlich. Ja. In der Doppel gibt es, glaube ich, nur Sandwich. Es ist ein Sandwich, aber da ich nicht wusste, was auf dem Sandwich drauf ist, dachte ich mir so, bevor ich jetzt mir hier die Mühe mache, kriegt ihr einfach trockenes Brot. Aber ich muss ehrlich gestehen, das ist aber eine echt gute Lösung, weil dadurch, Richtig gute Lösung. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Wusstest du eigentlich, dass man es nicht schafft, in unter einer Minute mehrere Toastbrote zu essen, zu kauen ohne Wasser? Wusste ich nicht, hatte ich auch nicht vor. Ja. Obwohl, René kriegt das hin. Wer ist dafür? Komm, wir machen jetzt gleich. Komm. Wer ist dafür, dass René in unter einer Minute 20 Toastbrote isst? Ich will gerne mal wissen, komm, wir machen das jetzt kurz. Ohne was zu trinken, das Toastbrot isst du jetzt aus einer Minute Zeit. Komm, dann machen wir mal hier ein bisschen Action in der Challenge. Oder was? Warte, ich sag dir ab wann. Muss ich kurz seelisch auf die Competition vorbereiten? Das schafft man nämlich nicht, hab ich mal gehört. Boah, hier gehen jemand. Auf die Plätze! Fertig. Aber wer stoppt denn Zeit? Ich guck auf gerade die, gemacht. Ich guck auf die Uhr. Okay. Warte noch nicht. Jetzt muss okay, weil wenn ich jetzt hier den Weltrekord breche, dann will ich das auch bewiesen haben. Ja, man muss ja mehrere Toastbrote eigentlich schaffen, aber ich bin gespannt, ob du überhaupt eins schaffst. So. Weil das ist nämlich schon schwer. Ja, okay, bin bereit. So, 2, 1 und go. Ich glaube, das schafft er nicht, weil Brot entzieht ja die Flüssigkeit. Ja. Deswegen, aber ich bin... Also eins schafft er. Aber mit Hinterschlucken, ne? Mhm. Einen schafft er aber, 2, 3. Das ist nämlich übelst schwer, ich habe das nämlich auch schon mal gemacht, ne? Ja? Mhm. Wie viel hast du geschafft? Nicht mal eins. Oh.
Ja, aber okay, du bist auch eine langsame Esserin, ne? Ja, aber du hast auch nur noch 30 Sekunden, guck mal. Das ist übel schwer. Dann hau ich mal rein. Tu einfach alles im Mund, glaub mir. Aber nicht verschlucken, aber man muss es eigentlich auch hin, also richtig zerkatschen, ne? Also zerkatschen, katschen kennt ihr ja nicht, zerkauen. Ja. Aber wenn es nicht geht, dann lass, ne? Das kriegt eins locker. Ja, er hat es auch noch nicht geschafft. Mhm. Schaffst du nicht? Mhm. 10 Sekunden. Also danke, Bianca. Mitten in der... 5, 4, 3, 2, 1. Kannst nee. Vergessen, ne? Nee. Das ey, da denkt man hier, man macht eine ganz entspannte Adopt-Me-Challenge. Da wird man erst nass gemacht, und dann soll man hier einen Toast innerhalb von 10 Sekunden essen. Irgendwie ist René heute da. Ja. Du hast es nur, irgendwie hast du heute einen Zorn gezogen. Ich tue mir heute ich wollte auch heute mal etwas Claudio entlasten. Danke. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Challenge. Ich hatte den Käse aus der Adopt-Me-Seed, den fand ich gut. Und ja, René hatte drei Sachen, aber... Ja. Aber du darfst dein Wasser jetzt trinken, wenn davon ja. noch was übrig ist. Ich glaube, da ist nicht mehr übrig. Oh doch, da ist sogar was übrig. Komm, das darfst du. Ja, jetzt darfst du. Wie viel ist denn da? Das fühlt sich so an, als wäre ungefähr so viel auf meiner Hose gelandet. Aber da war das hier, so. Guck mal, was das für ein kleines, für kleine Püppchen hier sind. Die heulen hier rum wegen dem Wasser und wie wenig Wasser eigentlich auf dir drauf ist. Soll ich dir mal sagen, was wir abgekriegt haben, Claudio? Ehrlich. Ne? Bei der Ballon-Challenge? Aha. Ja. Ja, da saß ich auch schon drunter. Ja. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne da auf dem Kanal vorbei. War echt eine coole Challenge, aber für dich war die cool. Ja, für mich war die cool. Zumindest bei dem Mal, wo ich nicht unter dem Wasserballon gesessen habe. Komm, René, jetzt pack das Brot weg und ab in die nächste Runde. So! Mit mir? Ja. Okay. Okay, du bist wieder dran. Ich bleib hier. Okay. Dann nehme ich auch meinen und wir starten in 3, 2, 1. Oh! Was? Ey, ja! das geht! Ich hab das gerade zum Spaß gesagt, dass du jetzt wieder was Geiles kriegst. Es tut mir leid. Tut sie eh nicht. Der Donut aus Adopt-Me-City. Ja, du hast einfach halt das Falsche gewählt. Das ist halt einfach. Mm. Boah, du hast halt richtig Gönnung, ne? Komm mal, machen wir weiter so. Nee. Boah, das schmeckt auch super. Was hat die für Typen? Schokoglasur oder wie nennt man die? Himbeer? Ja, ich mag ich tatsächlich. Ja, ich auch. Ja? Ja. Ja. Die sind auch mega lecker. Mhm. Aber René, es ist nicht so, dass ich nur einen gekauft habe. Vielleicht kriegst du, wenn Claudia dir was abgibt, danach noch einen. Mhm. Okay, also nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Boah, die Challenge ist echt cool. Ja, mega cool ist die Challenge. Mhm. Ja. Ich habe mal gehört, das gibt's, das habe ich mir gemerkt, ein Einrad, was einen Donut als Rad hat. Wusstet ihr das? In der Adopt-Me? Weil das war doch eine Pizza, oder? Das war eine Pizza. Ach so. Aber gut. Aber ja, das gibt's. Ich habe irgendwas mit Donutrad gemerkt. Ja, das war eine Frage bei der Ballon-Challenge, ja. Aber da war die Antwort falsch. Dass es das nämlich nicht gibt. Siehst du, man ist dann, ich war dann so abgelenkt vom Wasser. Also ganz ehrlich, Bianca, das ist die coolste Challenge, die du jemals geplant hast. Und ich finde die so super. Und du, René? Ich habe gesagt, es ist nur gutes Essen dabei. Es gibt's natürlich, es ist ja trotzdem gutes Essen, es ist jetzt vielleicht nicht der Hit, aber... So, ich esse noch den Rest von meinem Donut auf und dann geht's weiter. Mm. Boah, war das lecker, der Donut, lecker, lecker. Ja, lecker. Nein. Hast du eigentlich Hunger? Der hat doch gar nichts gegessen, oder? Ein Brot. Ja, wobei, das Toast, was ich weggeatmet habe, das hat mich schon ganz gut gesättigt. Aber ich habe mal Hunger auf was Leckeres, weil davon hatte ich bisher noch nichts. Aber vielleicht bei der nächsten Runde. Ja, vielleicht. So, ja, es kommt drauf an, wie ihr wählt. Ich würde sagen, René, du darfst. Ja, okay. Ich würde sagen, ich nehme die. Dann nehme ich die. Eigentlich von der Reihenfolge, weil ich glaube, hier, also bei meiner Seite waren viermal was drin. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt ein bisschen haben. Schauen wir mal. Tada! Hey, warum kriegst du wieder den Zettel? Ich habe jetzt wieder was zu trinken bekommen. Ja, und jetzt hast du sogar was Gutes. Und? Oh! Nein! Dankeschön! Nein! Bianca, du weißt es vielleicht nicht, aber ich mag die. Das macht es so viel besser für aber mich. Aber ich weiß, dass ihr die alle beide mögt. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie getrunken. Deswegen muss ich mal schauen. Ich dachte, du. Also in Adopt-Me, aber noch nicht in echt. Deswegen. Und zwar ist das nämlich Honigmelone. Cool. Ja, ich würde sagen, ich hole den Dosenöffner, weil ich glaube, du kriegst du den nicht auf, oder? Nee, tatsächlich nicht. Dosenöffner, ich meine Flaschenöffner. Ey, das ist euch auch nicht auffällt, ne? So. Ist jetzt endlich auch auf und dann würde ich sagen, sollen wir das nochmal probieren?
Aber dass du das weißt, hätte ich nicht gewusst, weil man kann die am Stand verkaufen. Also man kann sich im Stand bei Spielzeuge raussuchen und da kann man die verkaufen. Du bist ja richtig gut. Ja, richtiger Profi. Nee, wieso? Du bist gut. Du hast es ja gemacht. Ja, aber du hast es ja sofort rausgefunden. So, dann probieren wir jetzt mal, ne? Sollen wir jetzt mal probieren? Und warte, du probierst das zum ersten Mal. Schmeckt die gut. Nee, jetzt ehrlich, schmeckt die wirklich gut? Schmeckt die? Ja, ist okay. Also ist nicht so hundertprozentig mein Geschmack. Ist mal ehrlich? Ja, also ist okay, aber... Ey, ganz ehrlich, wenn das Eis gekühlt ist an einem schönen, warmen Sommertag, wenn du dann mit deinem Freund oder mit irgendeinem Kumpel so vorbeiläufst auf einer Parkbank, dann setzt du dich hin und redest über das Leben. Ja, oh, das hast aber du nicht aber. Heute. Ja. Dann nicht mit René! Nicht mit mir. Ja, probier immer mehr. Sag mal dann, wie es ist. Weil ich liebe das Getränk. Regt dich das mehr auf, wenn ich jetzt sage, dass ich das eklig finde? Ja. Okay, dann gib mir das. Voll eklig. Ach nein. Mann. Komm, du hast schon gute Sachen. Ja. Aber du hast noch nichts zu trinken, ne? Nee. Und Limo so. Lass einen Schluck Wasser von mir gleich abhaben. So. Na gut. Ich würde sagen, nächste Runde. Ja. Nächste Runde. So, seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann wer darf wählen? Ich glaube du, oder? Ja. Ja. Ich würde hier bleiben. Ach nein, ich höre schon mal die Klappern. Da klappert was. Okay, 3, 2, 1 und... Okay, das ist echt gut. Ich habe ein Royal Egg. Ja. Aber das kann ich leider nicht aufmachen. Du kannst doch, du kannst öffnen. Ja, mach! Nein, oh, Bianca, du bist verrückt. Aber, komm, her damit. Aber, kennt ihr das Spiel? Welches? Wo man immer so... Da gibt's so ein... Das ist total witzig. Das müssen wir irgendwann mal machen. Das ist so ein Glas. Da nimmst du ein Glas. Und dann tust du immer das... Du musst immer drauf klatschen und einer macht immer so. Genau. Und dann, du darfst das aber. Kennst du das? Ja, das kenn ich. Wir können das ja spontan machen. Nee. Ja. Guten Appetit. Royal Egg, ja, guten Appetit. Willst du mal reinbeißen? Nein, will ich nicht. Aber vielleicht ist da dein geliebtes Einhorn drin. Ja, aber wir müssen, vielleicht ist das da drin. Wir müssen eigentlich öffnen, mehr? Nein. Ich weiß schon, was du vorhast. Komm, dann mach mal das Spiel. Ja, aber. Nein, das können wir nicht machen. Das machen wir in einem separaten Video. Meinst du? Ja. Weil das Ei kann man nur noch gerade gebrauchen. Ja. Das isst du später. Ja. Aber genau so. Nein. Vielleicht ist das gar nicht roh, vielleicht ist das auch, habe ich das ja kochen lassen. Ja, nee, das sieht ganz stark danach aus, dass das schon gekocht ist. Ja, eindeutig. Ja? Hört man das? Was für Tiere kann man denn in der Dock mitziehen? Also aus den Royal Lakes, weißt du das vielleicht? Ja, ich habe gelesen, dass es nämlich gar kein Adler gibt, sondern dass es eine Eule ist. Ja. Ja. Und was kann man so da ziehen? Kommt das Sekt? Dann den also man kann den Shiba Inu ziehen und ein Dingo und eine Schneekatze, ein Einhorn. Was? Woher weißt du das? Tja, ich werde langsam Profi hier. Die ganzen Adopt-Me-Challenges, machen sich bezahlt. Ich glaube, bald nehme ich lieber mit Tante Bianca Videos auch was mit dir. Ja, ist okay. Muss ich auch keine Angst haben, dass ich abgezogen werde. Würde mein Leben deutlich vereinfachen. Na gut, wie viele Runden haben wir noch? Und zwar noch 2 Runden, dann habt ihr es schon geschafft. René, bist du ein bisschen genervt? Du hast heute nicht so den Glücksgriff, ne? Du hast bis jetzt erst ein... Keine Ahnung, was du meinst. Nein, ich bin aber schon zufrieden mit mit dem Getränk. Mit der Limo, ja. Die dir eigentlich auch nicht so geschmeckt hat. Nee, eigentlich nicht. Okay, ich bin eigentlich nicht zufrieden. So, okay. Vorletzte Runde. Mhm. Ich kann euch versichern, es gibt wieder etwas zu trinken. Ist es denn hier drunter schon? Ja, ich glaube, du hast ja auch Durst mittlerweile, ne? Mhm. Okay, dann, wer ist dran? Du. Okay, dann würde ich sagen, ich nehme das hier. Okay, bitte komm einmal. Warte, was gibt's denn noch zu trinken, Adopten? Tja, lass dich überraschen. Wasser haben wir? Limo haben wir? Kaffee? Kaffee, Tee? Es gibt noch eine ganze Menge, also irgendwas davon wird es glaube ich sein. Ich mag keinen Kaffee. Dann hoffe ich, dass es Kaffee ist. Na gut. Okay, 3, 2, 1, oh! Ja! Und was? Kaffee. Nein. Kaffeebohnen. Nein, Kaffeebohnen. Nein. Ich hatte das Geld nicht mehr für den normalen Kaffee und dachte mir so, wir haben ja hier noch irgendwo Kaffeebohnen vom Boden. Nein. Dann habe ich die aufgelesen. Nein, du bekommst einmal, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht so der Oberhit, aber... Besser als Kaffeebohnen auf jeden Fall. Kakao. Glutenfrei, ohne Ei, ohne Nüsse und ohne Soja. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist cool. Cool. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist cool. Schüttet ihr mal Kakao vorher? Ja, sollte man. Soll ich für dich schütteln? Nein. Das war ein Test, aber guck mal, René hat nicht geantwortet. Also er weiß das, glaube ich, gar nicht. Dass man schüttelt? Ja. Klar. Oh nein. Ich glaube, man sollte die Worte auch nicht schütteln. Ja, der wird jetzt bestimmt explodieren. Kakao. Kurze Frage. Er kennt es nicht.
Kurze Frage an euch beide. Hattet, kommt gleich die ganze Kohlensäure rauf, ja, und spritzt ja in dein Gesicht. Hattet ihr in der Schule auch damals diese alten Kakao-Dinger? Ja, klar. Ja, ne? Hattest du die auch? Ja, aber da gab es immer, kanntet ihr das, da gab es immer Tetrapack, da gab es einmal Haarmilch, ja, normale Milch, Erdbeermilch, Vanille, genau, und Schoko. Ja, genau. Und ich habe mal, ich habe immer aus Versehen Haarmilch bekommen und ich fand das so ekelhaft. Kennt ihr das? Ja. Boah, das war mal so. Ich habe immer Erdbeermilch gemacht. Ich habe immer, Vanille. Ich habe immer Schoko. ASMR. Boah, Alter, das schmeckt echt gut. Das bringt mich, das wird mich schon wieder in die Grundschulzeit. Voll cool. Mhm. Ja, tatsächlich gibt es das auch in der Dogme. Aber ist genervt? Ja. Ja. Aber ich habe echt nur gute Sachen, ne? Ja? Ja, ja, schön für dich. Nur gute Sachen, also. Ein was Gutes gibt es noch, aber mit einer negativen Eigenschaft da drin, die beide nicht mögen. Jetzt bin ich gespannt. Warte, was gibt's da noch, René? Es gibt etwas also das muss Leckeres. Essen mit Essen drin sein. Ja, wo ihr vielleicht das nicht so feiert, aber ich... Ah, ich weiß was. Melone, weil in der Melone sind ja diese kleinen Kerne. Ah, Claudia? Ja, na klar, Melone und die Kerne. Ja, aber die Kerne, die gelten ja nicht als eigenes Essen. Das muss sowas sein wie Käse und da drin ist eine ist rote Beere oder so. Weißt du was? Also, finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Hilf mir. So, ihr dürft. Ey, du guckst schon. Nein? Okay. Wer ist dran? Ich glaube, du. Ganz ehrlich? Nee, ich glaube du. Ganz ehrlich, wer habt ihr jetzt? Mir ist, ihr dürft also frei, ihr könnt auch so einen Schnick-Schnack-Schnuck machen. Ich bleib hier. Ja, ich hätte ja sowieso das hier genommen. Ja, ich auch, weil, ich glaube, weil Bianca so heute oft bei links war, glaube ich, bleibt sie heute wieder hier. Hm. Okay, dann will ich eigentlich doch das. Nee, nee, haben wir schon entschieden. Ich bleib mal hier und ich habe ein gutes Gefühl. Also, 3, 2, 1 und tatsächlich! Ah, jetzt weiß ich auch, was du meintest. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meintest damit. Ja, das ist was übelst leckerer Streuselkuchen, aber mit... Der ist aber echt lecker. Pflaume. Außer Pflaume. Ja, aber... Stimmt, es gibt in der Dopp nicht ganz zufällig. Wer mag denn keine Pflaumen? Also... Ich hier. Hallo. Ich würde jetzt auch nicht präparieren, aber ich finde es ja nicht gut. Ja, aber... Das ist ein guter Abschluss. Also, vor allem, ich habe wieder gute Laune. Vor allem René, der ähnelt auch den in der Dopp, ne? Diesen Himbeerkuchen. Ja, das ist tatsächlich fast genau derselbe, glaube ich. Ey, das ist echt eine gute... Du hast dir echt Gedanken gemacht, Bianca. Ja. Zum ersten Mal. Wow. Ey. Nee. Aber der Diss hier, ey. Aber da kriegt man hier Essen geliefert und du bist auch noch gemeint. Kurze Frage. Womit isst ihr denn euren Kuchen am liebsten? Ich liebe ja Pudding-Streuselkuchen. Das mag ich immer. Und womit? Ich meine, womit trinkt ihr den am liebsten? Mit Kaffee. Ja, okay, du. Aber ich esse... Ich würde auch Kaffee sagen, ja. Ich auch Cappuccino. Oder mit Milch, ist auch cool. Genau, ich trinke ja Cappuccino, weil ich mag ja keinen Kaffee, aber... Ich wollte gerade sagen, so richtiger Allmann-Style eigentlich. Kaffee und Kuchen. Voll gut. Und dabei ein bisschen schnacken. Ja, und dann ein bisschen schnacken. Dann über, hey, komm mal her! Warum isst er denn jetzt den Boden? Ja, ich mag die Pflaumen nicht. Aber dann isst man noch nicht den Boden. Doch, siehst du doch gerade. Dann kannst du die Pflaumen runter machen. Ja, der Streusel, der ist das Beste und der Pudding. Hä, der isst einfach den Boden. Bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr jemanden kennt, der vom Kuchen den Boden isst. Nee, der Boden ist... Falls nicht, jetzt könnt ihr schauen ein. Ey. Isst du das immer so? Ich esse normalerweise relativ selten Kuchen. Und wenn ich einen esse, dann scheinbar auch so, ja. Ja, aber ich würde sagen, das war's, oder? Ja, das war's. Und ich muss sagen, ja, die A-Karte hast du heute gezogen. Ja, aber ist in Ordnung. Aber du hast ja zum krönten Abschluss nochmal ein kleines Highlight. Ja, immerhin. Und ja, du hast eigentlich ganz gut abgesammelt, ne? Und ich ja bin schon froh, dass ich überhaupt Hessen hatte. Weil meine Angst war am Anfang, dass ich einfach immer den leeren Teller habe. Ja. Und am Ende ist immer noch besser, lieber ein Toast, als gar kein Essen. Aber ich muss sagen, danke an Bianca für die coole Challenge. Gerne. Auf jeden Fall, danke. Ja. Und ich habe gesehen, dass hier noch was übrig ist. Ja, das esse ich gleich. Ey, nein, das ist die Challenge. Nein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es auch cool fandet. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und René. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.